Ja, die Firma Harley-Davidson, die 1903 in Milwaukee, Wisconsin, im Bundesstaat Wisconsin gegründet wurde, hat zunächst begonnen mit einzylindrigen Motorrädern eine Minimalproduktion zu machen, die sich über die ersten 5 bis 8 Jahre erheblich gesteigert hat. Das Motorenprinzip waren kleine Einzylinder-Motoren, die wechselgesteuerte Ventile hatten und basierend auf den französischen Dédion-Bouton-Motoren konstruiert wurden. Damals war das üblich, dass nicht jeder das Rad neu erfunden hat, sondern dass man geschaut hat, wo in der Welt gab es schon bewährte Technik. Harley-Davidson hat im Jahr 1909 das erste Mal einen Zweizylindermotor auf den Markt gebracht. Der war komplett eigenkonstruiert, hat die gleichen Merkmale, die heute noch jeder Harley-Davidson-Motor hat, nämlich ein V-Motor mit 45 Grad Zylinderwinkeln, und so werden sie im Grund heute auch immer noch gebaut. Von 1909 bis 1916 waren es die innovativen Jahre bei Harley-Davidson, denn jedes Jahr gab es erhebliche Erneuerungen. Man hat am Fahrwerk, am Motor, an der Federung des Sattels, an der Sitzposition, an der Höhe des Fahrzeugs, an der Größe der Räder immer weiterentwickelt. Und so ist die Besonderheit, dass von 1909 bis einschließlich 1916 jedes Harley-Davidson-Modell heute ein One-Year-Only ist, weil es jedes Jahr etwas Neues gab und somit jedes Motorrad aus diesem Baujahr auch unter Sammlern sehr begehrt ist. Bis zum Jahr 1913 hat Harley-Davidson keine Getriebe in die Harleys eingebaut, sondern man hatte in der Regel einen sogenannten Riemenantrieb, einen Flachriemen aus Leder oder eben einen Kettenantrieb, aber ein Getriebe gab es nicht. Das erste Getriebe, das von Harley entwickelt wurde, war im Jahr 1914, und genau so ein Modell sehen wir hier. Dieses Motorrad ist aus dem Jahr 1914 und hat in der Hinterradnabe ein Planeten-Zweiganggetriebe mit vielen kleinen Zahnrädern und eine Freilaufkupplung, die sich ebenfalls in der Hinterradnabe befindet. Das heißt, der Komfort bei diesem Motorrad war immens, weil zuvor gab es kein Getriebe. Man hatte eben nur einen Riemen, den man beim Fahren spannen musste, oder eben eine Kette, die direkt angetrieben war. Und jetzt hat man den Luxus, dass ein quasi erster Gang, der ein Anfahrgang ist, und der zweite Gang, der ein sogenannter Direktgang ist, mit dem er eigentlich die 80% der Fahrleistung abdecken kann. Das war hochinnovativ, und zu diesem Zeitpunkt war dieses Motorrad auch ein sehr begehrtes Modell, weil so etwas hatten andere Hersteller in der Form nicht. Das Motorrad hier ist noch im Originalzustand von 1914 und wird heute regelmäßig bewegt. Die Besonderheit an diesem Motorrad ist, man sieht es vielleicht auch am Tank, dass das Motorrad vor 2 Jahren am sogenannten Cannonball Run in Amerika teilgenommen hat. Das war ein Rennen für 100 Teilnehmer aus aller Welt mit Motorrädern, die mindestens 100 Jahre alt sind. Und es wurde von der Ostküste in den USA an die Westküste gefahren in 17 Tagen mit 3.500 Meilen. Das heißt, man musste jeden Tag eine sehr große Strecke absolvieren und unter Beweis stellen, dass die Motorräder, die 100 und mehr Jahre alten Motorräder, auch noch so leistungsfähig sind, dass sie eine solche Tortur durchstehen. Die Tortur ist natürlich für den Fahrer genauso aufwendig. Wenn man also das Motorrad hier sieht, kann man sehr, sehr gut erkennen, dass das Bauprinzip im Grunde immer noch so ist, wie es heute bei modernen Harley-Davidson-Motorrädern ist, nur natürlich in der Wirkung etwas altertümlich. Man hat hier, wie das früher üblich war, noch eine manuelle Zündverstellung. Das Gas war auf der rechten Seite, bei Indien war das ja genau umgekehrt. Da hat man das Gas auf der linken Seite und die Zündverstellung auf der rechten Seite gehabt. Und dieses besondere Modell 1914 hat hier diesen Zweigang-Schaltknopf. Das heißt, wenn man anfährt, schiebt man den Hebel nach vorne, zieht die Handkupplung oder tritt die Fußkupplung, und dann wird der erste Gang eingelegt, der eine Anfahrhilfe ist. Und man schaltet dann, wenn man fährt, direkt in den zweiten Gang, was der direkte Gang ist, mit dem er eigentlich die ganze Fahrleistung abdecken kann.